Oh mein Gott. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bereiten uns heute vor und werden heute wahrscheinlich sogar den Wither-Kampf abhalten. Letzte Folge waren wir unterwegs und haben uns Kohle, beziehungsweise ich wollte jetzt sagen, haben Kohle geholt, genau. Wir haben ja die Wither-Skeletten gefarmt, dass wir die Skulls bekommen, um den Wither zu spawnen. Und wie ihr seht, haben wir hier im Prinzip alles, um den Wither zu spawnen. Ding ist jetzt so, ich will ja noch kurz meine Bögen einmal hier zusammenfügen, dass wir wirklich den Todes-OP-Bogen endlich mal haben. Nämlich mit Flamme, Stärke 5, Schlag, Unendlichkeit und Haltbarkeit. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Mending, aber das ist halt nicht zu ändern. Ich will nur kurz mal anmerken, ich befinde mich gerade in der Aufnahme nach der letzten Aufnahme, also nach dem gestrigen Video, was ihr gesehen habt. Leute, als ob wir 44 Lorenrouten gefarmt haben. Naja, ich befinde mich gerade nach der Aufnahme von gestern im Prinzip und dazwischen liegt jetzt ein Essen mit meiner Familie. Deswegen kann es sein, dass ich noch ein bisschen verpeilt bin. Naja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen da heute mit full allem rein. Mit allem, was ich habe, und ich nehme direkt mal ein paar Totems mit, weil ich mir vorstellen könnte, dass der Wither... Ich stelle ihn mir zwar ganz einfach vor, aber ich glaube, er ist gar nicht so einfach, wie ich ihn in Erinnerung habe. Brauchen wir wirklich Potions, die wir trinken? Ich würde einfach mal sagen, wir brauchen auf jeden Fall welche. Ich mache einfach ein paar. Okay, das mit dem Braun hat sich soeben erledigt, weil ich habe hier oben nicht mal Sand. Und ich bin so hyped auf den Wither-Kampf, ich habe gar keinen Bock zu brauen. Ich bin der Meinung, wir schaffen das auch so. Okay, ich bin einfach mal der Meinung und hoffe, dass das stimmt. Ich würde einfach sagen, wir gehen in den Nether... Und klatschen den mal, ne? Alter, ich sag euch, ich sag das jetzt gerade so richtig einfach, ne? So als wäre ich der übelste Pro. Und gleich, Alter, stehe ich vor dem Ding und werde einfach gnadenlos sterben. Deswegen ist, wollen wir den hier direkt spawnen, weil hier hätte ich Angst, dass er wegfliegt, ne? Kann halt alles passieren, oder dass er über Lava fliegt oder so und wir dann ihn erst töten können. Ich gehe einfach zum Bedrock hoch, es ist ja nicht weit weg, dass wir hier nicht gleich komplett im Nether zur Not hängen. So hätte ich eigentlich auch keinen Bock drauf. So, also als allererstes müssen wir uns wirklich mal hier ein Stück wegbauen. Weil direkt hier drüber ist ja die Netherfarm, die Goldfarm. Und ich habe echt keinen Bock, dass er sich irgendwie da durchbackt oder so. Und am Ende ist ja oben bei unserer Goldfarm. So, ich sollte jetzt weit genug weg sein. Und dann hebe ich mir hier mal einen kleinen Raum aus. Und übrigens, seht ihr das, wie schnell ich gerade hier den Netherrack abbaue? Genau so schnell werden wir Stone abbauen können, wenn wir den Beacon haben mit Schnelligkeit 2. So, Leute. Und dann würde ich sagen, ohne jetzt lang hier um den heißen Brei rumzulabern und mir Sorgen zu machen, wünscht mir einfach Glück, okay? Wünscht mir wirklich bitte einfach Glück. Ich bin gerade schon aufgeregt. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich einen Wither gespawnt habe, das ist ewig her. Also wirklich, jetzt glaube, das ist ewig her. Irgendwie habe ich richtig Angst. Okay, scheiße. Okay, es geht gleich los, er explodiert jetzt. Und danach geht der Kampf los. 3, 2, 1... Okay, es geht los. Wo ist er? Hä? Nein! Okay, er kommt. Er kommt. Hä? Was ist denn das für ein Kampf, Rudi? Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir werden das... Niemals werden wir hier lebend rauskommen. Was los? Ich weiß gar nicht. Ich habe den irgendwie ein bisschen unterschätzt. Oder? Oder schaffen wir es doch? Er ist, glaube ich, er ist in der Tour. Er ist absolut in der Trap. Okay, er kommt näher. Er kommt näher. Okay, alles fällt an ihm ab. Ich muss jetzt. Ich würde sagen, ich reck erstmal kurz hoch. Oh mein Gott, Alter, das ist gerade. Das ist überhaupt nicht so, wie ich erwartet habe. Stirb! 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 Ja! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Komm! Stirb! Ja! Ja, wir haben ihn gelegt, wir haben ihn gelegt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir leben, wir leben, wir leben. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh, Alter, was war... Das war der kürzeste... Erstens der kürzeste Kampf, den ich jemals hatte. Und zweitens der weirdeste. Der hat sich einfach direkt hier durchgeballert, Alter. Und wollte da runter. Ja, okay. Aber egal, Leute, wir haben überlebt. Ich habe jetzt noch diesen Kackeffekt ein paar Minuten gefühlt. Und hoffe mal, dass ich daran nicht sterbe. Ich habe noch 2,5 Herzen. Okay. Leute, es geht... Alter, was war das für ein Kampf? Da muss ich los. Ja, im Prinzip haben wir jetzt den Netherstern. Und zählen jetzt, glaube ich, noch 3 Obsidian und Glas. Und dann haben wir,
haben wir schon den Beacon. Also dass es so jetzt so schnell jetzt geht, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Irgendwie habe ich mir das ein bisschen sehr viel spannender vorgestellt, aber hey. Also das Einzige, was spannend war, war die letzten paar Sekunden so. Mann, Brudi, ich will hier abbauen. So. Vor allem ich so erst, boah, irgendwie hatte ich den stärker in Erinnerung. Irgendwie hatte ich den nicht so stark in Erinnerung und dann bam. So. Hallo Leute, ich habe einen Netherstern. Ich habe jetzt einen Netherstern. Ist cool, oder? Da können wir jetzt gleich einen Beacon machen. Und dann haben wir einfach die overpowerten Shit einfach. Dann sind wir einfach krank. Das Gute ist, ich weiß, wo hier in der Nähe jetzt direkt Obsidian ist. Weil da hinten ist ja unser Portal, was immer gespawnt ist. Obwohl wir gar nicht wollten, dass es da spawnt. Und deswegen können wir das jetzt ganz easy holen. Ist natürlich echt entspannt. So, ich habe eigentlich habe ich gedacht, ich brauche für die Vorbereitungen und am Ende dann noch den Fight viel, viel länger. Aber hey, also ich meine, wenn der Wither uns gönnt, dass wir dafür gefühlt nur 3 Minuten brauchen und der Kampf easy vorbei ist. So, wir können theoretisch auch mal 3 Wither oder 2 Wither spawnen und versuchen, die dann zu fighten, dann ist der Kampf vielleicht spannender. Das Problem ist halt wirklich durch diesen Wither-Effekt, den man hat oder den man bekommt, ist es halt einfach so, dass du deine Herzen gefühlt kaum noch erkennst. Und hallo, lieber Creeper. Ja, genau, hier ist nämlich auch ganz viel Obsidian, das kann ich mal mitnehmen. Alter, ist das langweilig, das abzubauen. Wow, Spaß, ja. Also ich denke auf jeden Fall, also das wird hundertprozentig nicht der letzte Beacon sein, den wir gefightet haben. Aber ich habe mir jetzt erstmal wirklich gesagt, yo, ich brauche den Beacon einfach, damit wir nämlich alles schneller abbauen können, vor allem für das Großprojekt, was ich jetzt bald anstehen habe. Und sobald ich es anfangen werde zu bauen, werde ich euch, wie gesagt, habe ich jetzt zur Folge auch schon mal gesagt, auch auf jeden Fall den Plan dazu einblenden. Aber ich kann euch ganz kurz mal so einen kleinen Plan erreichen, verraten. Und zwar hier kommt ja der Hafen hin, wisst ihr ja, man sieht ja nichts von dem Hafen. Der kommt hier hin, hier wird ja ein Stück abgerissen und dann wird das hier im Prinzip eine relativ ebene Fläche. Ich denke mal, so auf der Höhe wird dann der Boden sein, so auf der Höhe, wo da diese Höhle ist, die irgendwie keine Höhle ist. Und hier will ich ein riesiges Tor hinbauen, was man im Prinzip über den halben Hafen hinweg sieht. Will ich dort ein riesiges Tor hinbauen, wo man runterlaufen kann und dort hat man dann einen... Also wirklich einen richtig, richtig fetten, runden Raum von einem Durchmesser von 80 Blöcken, dieser Raum. Dieser Raum geht mindestens 30 oder 40 Blöcke hoch. Ich will ihn eigentlich bis auf Höhe 0, also von Höhe 0 bis Höhe 40, 50 ziehen. Dann hast du in diesem Raum verschiedene Ebenen, in einem Kreis ist der Raum, hast du verschiedene Ebenen drin. Und diese Ebenen, da führen Wege von weg, Wege von... eigentlich 200 Blöcke in jede Richtung, aber ich denke mal, ich mache nur 150, also ich lade ja hier 16 Chunks. Und in der Singleplayer-Welt ist es so, dass hier auch 16 Chunks um mich herum geladen sind, wo auch alles, was, wo halt was passiert, so. Heißt, man könnte sich in die Mitte stellen und drumherum werden überall Farmen sein, überall automatische Farmen in einem richtig heftigen Untergrund. Und hier außerhalb werden dann halt überall Häuser entstehen, ne, also wirklich überall. Und da kann man sich dann in die Mitte im Prinzip des Raumes stellen, also wirklich in die Mitte ist auch markiert. Und wenn du da stehst, kannst du dann 12, 13, 14, 80, 90 Stunden stehen und alle automatischen Farmen um dich rum arbeiten, produzieren Items etc. Und mit den Items kannst du dann in einem extra Villager-Room, der auch dort reinkommen soll eigentlich, das dann bei den Villagern vertraden für Emeralds, für gute Bücher, gute Rüstungen und also dann sind wir halt OP. Ich will das halt wirklich fett bauen und dafür braucht man einfach den Haste 2 Beacon. So, apropos Beacon, schon wieder viel zu viel gelabert, schon wieder viel zu viel erklärt. Alter, sind hier viele Bäume, warum habe ich denn hier so viele Bäume gepflanzt? Die muss ich alle nochmal abbauen. Das wird wieder ein riesiger Spaß, das wird, ey, ich glaube, das mache ich dann offscreen wahrscheinlich und sage euch dann nur, hey, Leute, ich habe jetzt hier gefühlt 80 Stacks an Holz, weil einfach hier so viele Bäume standen. Das ist ja gefühlt ein ganzer Wald, den ich da unten platziert habe. Leuchtfeuer heißt das auf Englisch, ne, da war's. Leuchtfeuer. Nein, hä, da. Ja, genau das war, wie ich gedacht habe, Obsidian und jetzt fehlt nur noch Glas. Es ist soweit. Das Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer. Wir haben es. Das Leuchtfeuer. Leute, Abfahrt. Ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt von unten ein paar Stacks an Eisenblöcken. Und dann können wir den theoretisch direkt aufbauen. Also ich würde ihn heute eigentlich gerne noch aufbauen auf jeden Fall. Und zur nächsten Folge werde ich nochmal Level farmen. Dann werden wir so lange Diamantenspitzhacken verzaubern, bis ich Behutsamkeit bekomme. Weil ich brauche Behutsamkeit. Und wenn ich Behutsamkeit habe, ja... Weiß ich noch nicht, ob ich dann direkt das hier ausheben werde oder ob wir erstmal hier den Hafen bauen. Oder weiterbauen, theoretisch erstmal der Hafen, weil das erstmal vorgeht. Also hier auf dieser Höhe circa wird dann im Prinzip der Boden sein des Hafens. Und hier baue ich jetzt auch einfach direkt, oder lege ich jetzt einfach direkt los mit dem Beacon.
So, sagen wir, das hier ist die Mitte des Beacons. Dann machen wir hier Nummer 1, Umrandung Nummer 2. So, okay, jetzt kommt Stufe Nummer 3 und Stufe Nummer 4. So, Stufe 4 beendigt. Und jetzt, oh Mist, mir fällt gerade auf, wir müssen ein Loch in den Berg bauen. Oh nein, dazu brauche ich mal Gerüstblöcke, dann kann ich mich da wenigstens hochstecken. So, okay, dann können wir ja den Beacon, aber den Beacon schon mal setzen. Und jetzt einfach, was ist denn das? Ach, Schnelligkeit hat, die haben alle neue Zeichen, ne? Alter, wie hässlich ist denn das? Also jetzt mal wirklich, was ist das für eine Pickaxe? Okay, naja, egal. Brauche mich nicht zu interessieren. Ich muss jetzt nur schnell da hochkommen. Und hoffentlich leuchtet dann der Beacon. Lol, und ich glaube, ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir genau in der Bambusfarm rauskommen werden. Nee, es ist nicht die Bambusfarm. Okay, und theoretisch, der Beacon leuchtet. Der Beacon leuchtet. Es funktioniert. So, ab runter. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe. Du kannst ja so schnell abbauen. Ja, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht am Fall damit sterbe. So. Und da sind wir unten angekommen. Jetzt ist das Ding, theoretisch brauche ich nur ein Eisen, soweit ich weiß. Jetzt kann ich hier rauf drücken und im Prinzip Eile einstellen und dann hier Eile 2 und dann aufs Häkchen. Und jetzt haben wir Eile 2. Und jetzt nochmal der Check, ob ich gelogen habe oder nicht. Aber theoretisch, wenn ich jetzt hier anfange zu meinen, ja, guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh yeah. Oh yeah, Leute, ab jetzt geht's los. Ab jetzt geht es los. Alter, guck mal, wir können einfach wirklich, ich fühle mich gerade wie Gott, ne? Zack, Alter. Es ist einfach, früher hätte ich dafür Jahre gebraucht, sowas abzubauen. Das einzige Problem, was wir halt jetzt haben, wir bauen das so schnell ab, dass Minecraft oder dass der Singleplayer, dass mein PC das nicht checkt im Prinzip. Und dadurch werden die Blöcke unsichtbar für mich. Und ich baue die halt, ja, ich stack dann halt da drin. Das sieht man oder hat man gerade sehr gut gesehen. Und Leute, bevor ihr fragt, nein, man kann leider die Bäume mit einer Effizienz 5 Axt nicht wie Game Mode abbauen. Das finde ich auch sehr schade, aber es ist leider nicht zu ändern. Das geht, soweit ich weiß, nur ab Effizienz 6 und Effizienz 6 kann man ja im normalen Minecraft nicht spielen. Das Ding ist, es ist jetzt nicht mal so, dass Ausheben langweilig ist. Das wird jetzt einfach Spaß machen. Weil man fühlt sich einfach so geil, wenn man dieses Zeug hier abbaut. Man baut es so ab und man denkt sich so, yo, mein Leben ist einfach geil. Mein Leben ist einfach geil, oder? Ich bin einfach Jesus. Ich bin schneller als Jesus. Ich bin wirklich schneller als der God-Mode jetzt. Das ist einfach nur krank. Leute, ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis morgen. Und ich hoffe, euch hat natürlich das Video gefallen. Bis dann und ciao.